Grüß euch auf dem gerechten Innsbruck. Heute eine kleine Vorschau auf den kommenden Gemeinderat. Donnerstag und Freitag, diesmal zwei Tage, weil wir haben ja neben dem normalen Gemeinderat auch noch den Budget-Gemeinderat. Ja, Thema der aktuellen Stunde, Seniorenfreundlichkeit der Stadt Innsbruck, vorgegeben vom Seniorenclub, sehr interessant, weil vom Seniorenclub, ich mag jetzt zwar den Gemeinderat Falkirch gern, aber oft von 3,5 Jahren lang habe ich eigentlich nicht viel an Seniorenthemen gehört. Egal. Es werden auch unsere Anträge sozusagen bearbeitet und da haben wir welche, die uns sehr, sehr am Herzen liegen. Einerseits haben wir einen Antrag gestellt, dass das Lumagica, dieses Lichterspektakel, die Stadt Innsbruck den bedürftigen Familien in den Weihnachtsfeiertagen ermöglicht, das kostenlos zu besuchen. Da geht es nicht um viel, da geht es um 8.000 bis 10.000 Euro, was das der Stadt Innsbruck kosten würde. Mit dem Veranstalter habe ich schon gesprochen, der Wahrarbeit hat uns da auch ein bisschen sponsert sozusagen. Wenn ich mir vorstelle, wie schnell die Hände auch gewandert sein bei den 5 Millionen, wenn es überhaupt bei dem bleibt, vom Zuflastern dieses Posterplatzes, dann glaube ich, müssten die Hände noch schneller bei unserem Antrag da hinaufgehen. Und der zweite Antrag, der uns auch sehr am Herzen liegt, ist, dass man ins Budget aufnimmt, den zweiten Recyclinghof, von dem wir ja schon seit Jahren immer versprochen bekommen, wir machen. Also da bin ich auch gespannt, wie sich die verschiedenen Fraktionen dazu outen nachher. Ich hoffe, dass wir ins Budget aufnehmen können. Warten wir es ab nachher. Und alles weitere, 6.9e über den Livestream. Wir halten auf alle Fälle am Laufenden. Und vor allem, wir sagen euch auch nach diesem Gemeinderat, welche Fraktionen fürs eine oder welche fürs andere gestimmt haben, wer dafür und wer dagegen war. Weil ich glaube, das ist sehr interessant und das soll die Bevölkerung wissen, dass sie dann, wenn es zur Wahl geht, auch wissen, wo sie das Kreuzl machen müssen. Macht es gut. Servus Innsbruck und Servus Tirol.